Hallo, herzlich willkommen bei diesem ersten Video auf dem Kanal von MyShootCamp. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Fotoshooting als Fotograf oder Fotografin, als Model? Nadja und ich präsentieren uns heute gegenseitig Bilder aus unseren jeweils allerersten Shootings und erzählen, was wir damals empfunden haben und wie wir heute darüber denken. Ja. Das wird spannend, das wird lustig und vielleicht auch ein bisschen peinlich. Erlebt es mit uns. Hallo Nadja, Hi. Schön, dass du gleich beim ersten Video auf diesem Kanal mit dabei bist. Wir betrachten heute Fotos von unseren allerersten Fotoshootings, ja. Von deinem allerersten Fotoshooting, von meinem allerersten Fotoshooting, entsprechend aus der Sicht eines Models und aus der Sicht eines Fotografen, werden wir beide was dazu sagen. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor. Hi, ich heiße Nadja Felk, ich bin Model und Schauspielerin. Angefangen habe ich schon 2005, also sehr, sehr lange als TFP-Model und bin dann 2007 nach Köln gezogen, um auf eine Schauspielschule zu gehen, weil ich angefixt war und den Bereich Model gerne als Schauspielerin erweitern wollte und spätestens auch seit Köln und 2007 mache ich das Ganze auch professionell und it was a ride. Okay. Also 2005 war dein allererstes Shooting. Mhm. Zeig mir mal ein paar Bilder und wir sprechen drüber. Let's go. Okay, das war dein allererstes Bild? Ja. Wow. Dankeschön. Ich hatte nämlich wirklich Glück. Also Leute, eigentlich sind die ersten Bilder sind so, wo du später denkst, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Weil man hat ja im Grunde keine Ahnung von nichts. Man kann nicht posen, es ist das erste Mal, man ist aufgeregt. Aber ich habe damals bei einem Wettbewerb mitgemacht. Also die Zeitung. Ein Fotowettbewerb? Genau. Ah. Ich habe im Sauerland Kurier. Das ist so eine. Ich habe damals im Sauerland gelebt und es gab so eine Zeitung, die halt jede Woche, glaube ich, gekommen ist. Mhm. Und dort wurden Models gesucht für einen Wettbewerb. Ja. Und ich meine damit Glück, weil ich hatte ein super Styling, ich hatte super Make-up und ich habe ja keine Erfahrung gehabt. Ich hatte einfach nur Lust und ich hätte nie gedacht, dass das allererste Bild halt so gut wird und ich war baff. Und, aber das hat geholfen, weil ich war dann angefixt. Weil ich glaube, wenn das erste Bild jetzt so lala ist, dann macht man nicht unbedingt weiter. Und ich glaube, es war gut zu sehen, was mein Potenzial ist. Ja. Aber Leute, ist nicht selbstverständlich. Normalerweise sind die ersten Bilder eher so, puh. Du hattest auch einfach Glück mit deinem Fotografen, der also wirklich sich auskannte mit Blitzlicht. Das Licht ist toll. Hat dich schön ins Profil gesetzt, deine Kinnlinie kommt gut raus, super Make-up, also ein ganz tolles erstes Porträt. Das waren sogar zwei Fotografen und ich glaube, und das ist, glaube ich, der Unterschied von Ausprobieren bis Profi, wenn Profis an etwas arbeiten, dann kommt halt auch ein Hammer-Ergebnis raus. Aber Leute, macht euch keinen Stress, ihr kommt dahin, glaubt mir. Hattest du damals sozusagen ein bisschen Lampenfieber oder Angst vor dem ersten Shooting oder bist du einfach so die Natur, die sagt so, hey, hier bin ich, bam. Ich hatte nicht nur Angst, es war ja auch ein Wettbewerb. Also ich hatte A, keinen Plan, wie das überhaupt funktioniert und B, hatte ich ja auch gleich, ich weiß nicht wie viel, ich glaube es waren mehr als 5 Jungs, 5 Mädels, da war es direkt so eine Competition und ich hatte nicht nur keinen Plan von gar nichts, sondern ich wollte ja auch irgendwie nicht total versagen. Und natürlich habe ich geschaut, wie machen es die anderen? Sind die hübscher? Sind die talentierter? Haben die schon mehr Erfahrung als ich? Also es war wirklich, ich war wirklich voller Angst. Aber ich finde, manchmal muss man da auch einfach reinspringen und sich trauen. Aber ich glaube, es war gut, dass ich einfach nicht wusste, was passiert. Also ich glaube, das ist typisch für erste Shootings, dass man so ein bisschen reinstolpert, oder? Man weiß gar nicht genau, wie läuft das ab? Was wird von mir erwartet und ist schon deswegen unsicher. Ja. Und jetzt ist dann aber, ich meine, wenn so ein Ergebnis dabei rauskommt, ist super. Okay, das war das allererste Shooting und da ging es nur darum, ein Bild zu machen. Wie war das denn dann beim nächsten? Was kam da für ein Bild oder für Bilder raus? Swipe?
Das waren tatsächlich zwei Bilder, also das gehört jetzt noch zum ersten Shooting. Oh. Aber wie ihr seht, hatte ich damals noch lange Haare. Oh, das ist aber auch sehr cool. Das ist ja ganz anders. Genau, es waren, glaube ich, zwei Outfits haben wir geshootet und das eine Outfit war das, was wir gerade gesehen haben und das war das zweite Outfit. Und sehr schönes Make-up, ganz toll, sehr, sehr ausdrucksvoll. Wer hat dir denn diese Pose gezeigt? Hast du die selber dir ausgedacht? Weil das ist ja so eine fast schon verletzlich, sinnliche Pose. Auch der Seitenblick nach unten ist ja so sehr in sich gekehrt. Bist du auf die Idee gekommen? Nee, da hat mich tatsächlich der Fotograf ein bisschen angeleitet. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt mal auf das dritte Bild, was wir rausgesucht haben. Oh, hauaha. Okay. Das ist mal komplett was anderes. Also, das ist nicht geschminkt. Und das war eine Frau. Und ich glaube, da ist der Träger einfach von selbst nach unten gerutscht. Und so ein Zufall aber auch. Habe mir gedacht, why not? Aber ich glaube, wir wollten da schon so ein bisschen was Sinnlicheres machen. Ja. Aber ich glaube, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen wohler gefühlt oder ein bisschen war ich offener, weil es eine Frau war. Weil es eine Fotografin war. Ja. Aber ja, also im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, also die Bilder waren teilweise schon sehr sexy und sehr... Ja, Kleidung ist deutlich weniger. aber es ist vielleicht so mehr das, was ich mir unter einem typischen ersten TFP-Shooting vorstelle, nach dem Motto, wir gehen mal raus, machen schöne Bilder, es ist natürliches Licht, es ist Gegenlicht, was man auch oben an den Haaren sieht, das ist sehr schmeichelhaft und okay, es ist halt viel helle Haut und der Blick ist intensiv, die Lippen sind voll geschminkt. Schön, also da ist ja schon ein bisschen Make-up natürlich auch dabei, aber ja. Aber ich glaube, ich habe das Make-up selber gemacht. Also ich habe da jetzt ja nicht groß jetzt irgendwie Lidschatten oder konturiert. Es ist trotzdem ein sehr natürliches Bild. Und ja. Tolles Ergebnis für das erste bzw. zweite Mal. Ja, finde ich super. Dankeschön. So, Olli, jetzt bist du dran. Wie war denn dein erstes Fotoshooting und wie kamst du dazu? Mein erstes Fotoshooting war 2011. Ein Freund aus dem Fotoclub sagte, da sind zwei junge Frauen, die möchten gerne fotografiert werden. Ich kenne die, ich habe sowas schon mal öfter gemacht. Man trifft sich, verabredet sich und dann geht's los. So war das auch in unserem damaligen Fotostudio. Und meine einzige Idee, die ich dazu hatte, war, ich wollte eigentlich noch mal so ein klassisches Porträt machen mit Seitenlicht, schmeichelhaft. Ich hatte damals eine Softbox in der Größe 30x40 cm, betrieben von einem Aufsteckblitz und einem zweiten Aufsteckblitz. Und das ist das erste Foto, was dabei rausgekommen ist. Aber wow, es sieht schon sehr professionell aus. Ja. Wenn ich mir das heute so aus technischer Sicht angucke, dann fehlt mir da so ein bisschen das Licht im Hintergrund. Die Haare trennen sich nicht so gut. Das Licht ist okay. Das ist schön. Ich habe schon sehr viel schlimmere Bilder gesehen, Olli. Ja. Aber klar, für dich, jetzt wo du sehr viel später dich entwickelt hast, ist es natürlich... Du siehst, glaube ich, da mehr als ich, was du eventuell hättest besser machen können. Ja. Also die Jasmin hier, die war schon recht geübt im Posing. Die hatte bestimmt vorher 20... 30 Fotoshootings gemacht und insofern konnte sie mir sehr viel anbieten. Ich musste gar nicht so viel sagen, wobei ich immer jemand bin, der auch schon damals viel geredet hat mit den Modellen. Bild Nummer 2. Oh. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Was um Himmels Willen soll das? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Woher kam diese Idee? Aus der Not. Aha. Aus der Not. Tatsächlich war es so, wir waren mit, ich glaube, drei Leuten da im Fotostudio. Und nach einer halben Stunde standen wir alle drei da und sagten, was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Idee mehr. Also meine eine Idee mit dem Porträt war okay, aber dann ging es nicht weiter. Mhm. Und dann kommt es natürlich so, habt ihr dann noch irgendwas an Kleidung mitgebracht? Und das war so Karnevalskostüme.
Und ich dachte, um Gottes Willen, was soll's denn jetzt mit den beiden, Jasmin und Isabel, was soll's denn da jetzt karnevalskostümmäßig fotografieren? Und da dachte ich, ja, okay, komm, dann machst du halt Kunst. Das heißt, in diesem Fall, dieses Art Schneewittchen-Superman-Frau-Outfit habe ich dann irgendwie nach draußen gestellt, aufs Dach und mit viel Color Grading bearbeitet und kopflos gemacht. Also es war wirklich so, nee, eigentlich hast du keine Idee. Gut, später habe ich dann natürlich irgendwelche Themenshootings gemacht, was auch in Richtung vielleicht Fantasy ging oder so. Aber da, das war eine böse Erfahrung nach dem Motto, du hättest dich irgendwie besser vorbereiten sollen. Gut, irgendwie ist uns dann doch noch ein bisschen was eingefallen und ich habe versucht, als drittes Bild sowas zu machen. Aha. Finde ich eigentlich ganz kreativ. Wie kam das zu diesem All-White-Ding? Ja, die Idee dahinter war, ich möchte gerne ein High-Key-Bild machen. Also hell, weiß in weiß, Abwesenheit von reinen Schwarztönen, sehr leicht, sehr duftig, sehr locker. Und die Jasmin hatte halt eine weiße Bluse und so ein weißes Bustier und war freundlicherweise sogar bereit, das so von mir fotografieren zu lassen. Das ist ja nichts, was ich irgendwie als selbstverständlich erachte. Ich finde es auch schön, dass du so eine Geschichte erzählst mit diesem leicht nachdenklichen... Ja, und man sieht damals schon, also ein Stilelement, was ich bis heute habe, ich liebe den goldenen Schnitt. Ich liebe es, Personen außerhalb der Mitte zu stellen. Und natürlich auch hier dann in dem Fall, wenn sie halt nach, von uns aus gesehen, links rüberblick, da mehr Raum zu lassen und die Gedanken und den Blick einfach schweifen zu lassen. Also insofern wusste ich damals zumindest schon, wo ich vom Bildaufbau hin wollte. Ja. Nadja, jetzt haben wir unsere ersten Shootings gesehen. Wenn du jetzt zurückblickst, welche Tipps würdest du denn einem angehenden Model mitgeben vor ihrem oder seinem ersten Shooting? Also erstmal ist es auch wichtig zu sehen, was macht der Fotograf an Bilder? Gefallen dir diese Bilder überhaupt? Weil du musst nicht alles mitmachen. Und zweitens war mir immer wichtig, dass ich mich sicher fühle. Also ich habe entweder jemanden mitgebracht, falls ich nicht so sicher war, wie der Fotograf ist, oder wenn ich niemanden mitbringen konnte, habe ich auf jeden Fall vorher noch geschaut, mit wem hat der Fotograf geshootet, habe die Models angeschrieben, habe gefragt, wie ist der so, wie fandest du das Shooting, hast du dich wohlgefühlt? Ja, ich finde, das unterschätzt man sehr, aber mir war es immer wichtig, dass ich mich sicher fühle. Mhm. Weil dann kann man sich auch, weiß ich nicht, aufs Kreative fokussieren und eventuell auch sowas machen, was du beim letzten Bild gezeigt hast, dass man auch mal ein bisschen mehr zeigt. Aber ich finde, man sieht es dem Model oft an, wenn es sich nicht wohlfühlt. Und ja, ich habe immer geschaut, dass ich mich sicher gefühlt habe. Ja. Cool. Und du? Nach meiner Erfahrung vom ersten Shooting, wo ich wirklich ratlos dastand, habe ich mir gesagt, das passiert dir nie wieder. Du machst vorher ein Konzept. Du sagst, wo das Shooting stattfindet, welche Ideen da sind, Beispielbilder, was ich mir vorstelle. Und das habe ich tatsächlich in eine PowerPoint-Präsentation gegossen und dem Model vorher geschickt. Wow. Das habe ich die nächsten 200 Shootings so gemacht. Vor jedem Shooting ein Konzept. Also ich bin nie wieder unvorbereitet da reingegangen und das mache ich auch zum Teil heute noch, vor allen Dingen bei wichtigen Shootings. Und natürlich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann guckt man sich an, wo das Shooting stattfindet. Man guckt sich an, welches Licht ist da, zu welcher Uhrzeit. Man probiert das am besten vorher mal aus, wie man überhaupt sein gesamtes Equipment einmal ausprobiert und am Vorabend am besten einpackt, damit man da auf der sicheren Seite ist und ruhig schlafen gehen kann. Wow, ich bin baff. Also damit wollte ich gar nicht anfangen, weil die meisten Shootings, die ich gemacht habe, war wirklich so, du bringst ein paar Klamotten mit, wir gehen da ein bisschen raus oder keine Ahnung. Es war sehr planlos. Ja. Ich kann mich nicht an ein Shooting erinnern, wo ein Fotograf das gemacht hat. Also Leute... Also das ist der super Tipp für vor allen Dingen männliche Fotografen, die auch immer Angst haben, dass ihre Models abspringen. Steckt vorher Arbeit rein und zeigt dem Model,
dieses Shooting ist mir wichtig. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe extra eine Präsentation gemacht. Das haben ja auch viele Modelle zurückgemeldet. Wow, was du dir für eine Mühe gibst. Ja, man muss sich Mühe geben. Und also ich würde mal sagen, aus den ersten 2-3 Jahren habe ich vielleicht 5 Absagen gekriegt, wo es dann kurzfristig nicht mehr geklappt hat. Aber vorher hat es immer geklappt. Wow, ich bin beeindruckt. Vielen Dank für die Erfahrung und für die Bilder und die Tipps, liebe Nadja. Ihr werdet uns in Zukunft öfter hier auf dem Kanal sehen, denn wir werden bei uns bei der Produktion unserer Videos gegenseitig unterstützen und haben auch noch andere große Pläne. Okay, ja dann, also, meine Lieben, plant eure ersten Fotoshootings. So Leute, auf Ollis Kanal gibt es ganz viele Tipps zum Thema, wie plane ich ein professionelles Shooting, und die ganze Technik erklärt euch auch, und auf meinem Kanal gibt es alles zum Thema Posing und wie du auch ein Profi-Model werden könntest. Bis bald, meine Lieben.